Servus Leute, Joris von GSP Airsoft hier. Sollte dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff sein? Ja, ich habe ja auf Instagram so ein kleines Frag doch mal den Joris was Video gestartet. Und da sind wirklich fast 200 Fragen zusammengekommen. Jetzt bei Facebook und bei Instagram. Und da dachte ich mir, die beantworte ich doch jetzt mal in einem schönen kleinen knappen Video. Ich habe mir 15 Fragen rausgesucht, die werde ich dann jetzt gleich mal beantworten. Die Frage kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ja, Joris ist Joris und so hat mich meine Mama damals getauft. Weiter geht's. Ja, was viele gar nicht wissen, es sollte gar kein Airsoft-Kanal werden. Ja, es sollte so ein Kanal werden, wo ich hin und wieder mal Kurzfilme hochlade, witzige Kurzfilme. Und GSP kam dann erst, als wir eine erste Software für so einen Kurzfilm uns gekauft haben. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, oder erst habe ich auf YouTube geguckt, ne, nach dieser Software. Und dann habe ich auch wirklich so ein Review gefunden. Ja? Und da dachte ich, ja, coole Idee, das könnte man doch auch mal machen. Ja, und so kam dann das mit GSP Airsoft. Ja, ist ganz einfach, die gehen dann wieder zurück an den Shop. Das sind sozusagen einfach nur Leihwaffen, die wir dort bekommen. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, nein. Nee, das ist, denke ich mal, nicht so machbar. Vielleicht mal so ein kleines Special oder sowas, weil wir haben auch mal eine Geburtstagsanfrage bekommen. Da hat uns einer geschrieben, ja, mein Sohn, der hat jetzt bald Geburtstag und es wäre schön, wenn ihr mal alle vorbeikommen würdet als Team. Ja, fühlt man sich natürlich erstmal geehrt, ne? Aber ich weiß gar nicht, was daraus jetzt geworden ist. Also ich war auf jeden Fall nicht da. Ne? Aber wer weiß, vielleicht kommt ja mal sowas. Auch ganz einfache Antwort, weil ich einfach Eier habe. Nein, die nehmen wir jetzt mal ab. Ja, warum Airsoft und kein Paintball? Gute Frage. Ich habe selber auch noch nie Paintball gespielt. Möchte ich in naher Zukunft auch mal machen. Also ich schieße lieber mit kleinen Biokugeln um mich als mit Farbpatronen. Außerdem muss ich dann meine Sachen öfters in die Wäsche stecken. Möchte ich auch nicht. Also ich überlege, ob ich das wieder rausschneide. Ja, die ersten Tests zum Stream, die liefen ja jetzt schon wieder. Ich denke mal, der nächste große Stream wird wahrscheinlich wieder Weihnachten kommen. Dass wir da wieder so ein Gewinnspiel-Stream machen, der diesmal vielleicht auch nicht ganz so lange dauert und dass wir noch mehr Sachen raushauen können. Ja, mal gucken, aber ein Stream wird auf jeden Fall wieder kommen, keine Sorge. Ja, da gibt es ja einmal diese zwei Ansichten, ja. Ganz am Anfang natürlich, so mit 7, 8 Jahren, ist klar. Da war bei uns in der Schule, war natürlich alles umzäunt und so. Und da waren dann halt wieder diese Kirmeswaffen, wie man kennt, da hat man sich mit Freunden getroffen und so ein bisschen, da sind die Räuber und Gendarmen, das ist die typische Geschichte, das war bei mir genauso. Und dann halt noch die zweite Geschichte, wie ich richtig zum Airsoft kam, das war dann halt das mit den Kurzfilmen. Ja, Review auf YouTube angeguckt, fand ich geil, wollte ich nachmachen und ja, so bin ich dann eigentlich straight sofort in die Szene reingerutscht, ja. Und ja, jetzt stehe ich hier. Ja. Also mein bevorzugtes System, mit dem ich immer unterwegs bin, sicher unterwegs bin und immer gut spielen kann, ist natürlich Strom. Ja, ich spiele da immer mit schön mit meiner SAG. Habe ich auch zum großen Teil nie Probleme mit gehabt. Ja, sobald ihr erstmal das richtige System gefunden habt. Ares, Amoeba, Octa-Arms, ja, dann läuft das schon ganz gut. Ich bleib lieber dem ganz alten Shit, ja der ganz alte Shit ist ja Spring, aber dem ganz alten Shit bleibe ich treu. Das ist Strom. Und damit fahre ich am besten. Und da sind die Magazine auch nicht ganz so teuer. Ja, wie jetzt bei einer GBW zum Beispiel. Und Heile machen selber geht auch noch ganz gut. Ja, meine Familie, speziell meine Freundin, die kommt damit eigentlich doch schon ziemlich gut klar. Ja, also die macht wirklich jeden Scheiß mit. Meine Mutter, der ist das sowieso alles Wumpe. Junge, mach, was du für richtig hältst. Und unser Vater, der ist auch so, ja, wenn ich dann mal nach Hause komme, nach Hause darf ich gar nicht sagen von meiner Freundin aus, wenn ich dann mal zu meinen Eltern fahre, dann auch mal hin und wieder mal mit einer neuen Software, dann kommt unser Vater auch schon mal, oh, was hast du da denn? Ich so, ja, hier, ist jetzt mal was Neues, guck mal. Ja, und dann schießt er natürlich auch schon mal so ein bisschen. Also sie gehen damit schon ziemlich cool um.
ja, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt noch keine, sagen wir mal, 14 Jahre alt wäre, wie das dann wäre. Ob die das dann verbieten würden, aber ich bin ja erst in den Airsoft-Sport reingekommen, da war ich schon 15, 16 Jahre, ja. Also von daher ist alles cool soweit. Am liebsten würde ich die Kamera jetzt umtreten und dir ins Gesicht schießen. Nein, vergiss das. Nein, ich spiele kein Pokémon Go. Werde ich auch nicht machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, habe ich. Ich habe schon von klein auf Mutters Wäschekörben rumgetrommelt. Ja, und dann habe ich auch vor, ja, weiß ich gar nicht, vor 7, 8 Jahren habe ich mir dann auch ein Schlagzeug gekauft. Das dann auch 5 Jahre gemacht. Und im Moment habe ich da überhaupt gar keine Zeit für und das Schlagzeug ist auch schon gar nicht mehr da. Ja, kann man jetzt auch wieder unterteilen von früher, die Kirmes Software, wusste ich aber nicht, welche Marke das ist. Die erste Software, die ich mir damals, wie gesagt, dank dieses Reviews auf YouTube gekauft habe, nicht dank dieses Reviews, das war noch eine ganz andere, aber die erste, die habe ich mir damals bei Amazon bestellt, das war die Combat Zone RS2. Gab es damals für 64 Euro, auch elektrisch betrieben. Funktionierte auch ganz gut damals, ja. Ja, das war halt die erste. War also eigentlich Müll. Plastik. Von innen Plastik, von außen Plastik. Ich bin auf einen Betrag gekommen von, wartet. Das ist mir zu doof, nee. Ja, viele fragen mich erstmal mal, warum sagst du immer Amoeba? Das ist so die englische Bezeichnung. Viele sagen auch hier in Deutschland Amoeba. Das hört sich aber richtig scheiße an. Aber ja, spiele ich immer noch. Bin immer noch der Ares-Spieler. Und jetzt die neue Octa Arms. Ist ja auch ganz gut, ne? Ja, also selber kaufen ist schon lange nicht mehr. Jetzt schon seit gut 2 Jahren nicht mehr. Früher war das noch so. Das ging wirklich ins Geld. Da war es auch so. Ja, jeden Monat nur eine Waffe zum Reviewen, war dann auch meist nichts Besonderes. Meist ging das dann immer so bis maximal 200 Euro, die 05er. Ja, und jetzt bekommen wir halt die Waffen geliehen, also nicht geschenkt, was viele mal denken. Nein, die gehen dann auch sofort wieder zurück und das ist eigentlich eine super Sache. Wir können uns die angucken zum Reviewen, unsere Meinung auch abgeben, unsere persönliche Meinung, was uns auch ganz wichtig ist. Und ja, also kaufen war früher, leihen ist heute. Es war damals so eine kleine, ja, ich will nicht sagen Ausschreibung, habe ich so ein kleines Video gemacht, weil ich suchte noch einen Partner, weil ein Partner ist abgesprungen und da habe ich ein Video gemacht, ja, wer hat denn Lust und Zeit und Geld auch, weil da ging es so um Waffen selber kaufen und hat denn Bock mit mir so Videos zu machen noch weiter und möchte mit ins Team. Ja, und dann habe ich auch einen gefunden, der ist aber wieder abgesprungen. Ja, und dann hat mir der Ivan noch ein Video geschickt. Der gute Friday, der jetzt neu in unserem Team ist, wird sich jetzt einmal vorstellen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ja, dann jetzt Friday. Viel Spaß. Servus zusammen, willkommen zu GSP Airsoft. Hier ist euer Friday. Als neues Gesicht im Team möchte ich mich für euch da draußen kurz vorstellen. Wie gesagt, Friday, komme aus Nürnberg. Ja, und seitdem ist Ivan jetzt eigentlich mit dabei. Ne? Also, jetzt auch schon 3 Jahre. Fast. Also, ja. Da ist jetzt auch wirklich eine krasse Freundschaft draus entstanden. Jetzt nicht nur zu mir und Ivan, sondern zu dem ganzen Team. Es sind jetzt auch schon mittlerweile 10 Leute, die wir da haben. Ja? Das wird ja auch immer größer. Ne? Also es ist schon wirklich krass, was daraus im Endeffekt geworden ist, jetzt aus GSP Airsoft. Das macht einen natürlich auch immer ein bisschen stolz. Ich kann euch natürlich jetzt den ganzen Scheiß erzählen, kämpft für eure Träume und so einen Müll, aber ich lasse es einfach sein. Kämpft einfach. So, das war's dann jetzt, glaube ich, auch wieder von mir. Also nochmal so ein kurzes Frage-Antwort-Video. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen, konnte ich wenigstens gut beantworten, ja. Das war's von mir, Joris. GSP Airsoft. Boom! Macht's gut, Jungs und Mädels.